Tara auch, da bin ich wieder, Biggerdogs Barbecue. Heute gibt's direkt zwei neue Sachen für mich. Und zwar werde ich erstmal ein Brisket machen, also so richtig schön fleischigen Longjob. Und zum zweiten werde ich heute hier meinen Monolith einweihen. Da freue ich mich riesig drauf und wer das sehen will, der bleibt einfach dran. Genau, Leute, zwei neue Sachen gibt es heute. Ich freue mich tierisch, bin aber auch ein bisschen aufgeregt. Ist ja immer so eine spannende Geschichte, wenn du was Neues machst. Aber wenn man es nicht irgendwann mal ausprobiert, dann weiß man nie, wie es wird. Also von daher gebe ich da heute mal Gas. Und zwar erstmal hier der Hauptakteur, der heute hier, beziehungsweise ja erst morgen, ich bereite den heute vor, der ins Spiel kommt. Das ist hier ein schönes Brisket. Und das sieht fantastisch aus, weil ich mir bestellt habe bei yourbeef.de. Und warum bei Your Beef? Weil ich hatte da schon mal zwei geile Ribeye Steaks, die waren echt Knaller, die haben gut geschmeckt. Die haben halt so einen schönen 2,5 Kilo Cut dort im Shop, den du kaufen kannst. Der Preis war meiner Meinung nach angemessen und, das ist natürlich wieder gut für mich, schon küchenfertig pariert. Und tatsächlich, wenn man hier mal so ein bisschen hier durchs Plastik guckt, da werde ich nicht viel bzw. gar nichts von wegschneiden, weil es halt schon fertig geschnitten ist. Also von daher wird das wirklich eine easy Nummer. Beim Rubben, wie ich jetzt gleich einrubbe, da habe ich mir auch Gedanken gemacht. Mache ich es klassisch nur mit Salz und Pfeffer oder nehme ich eins speziell auch für Brisket abgestimmtes Gewürz? Ich habe mich für die einfache Variante entschieden. Ich nehme das abgestimmte Gewürz und zwar werde ich hier von Don Marcos das Texas nehmen. Das soll der Knaller sein auf Brisket und das werde ich auch heute nehmen. Das heißt, wir packen das gleich hier nur aus. Tupfen nicht ein bisschen trocken, dann werde ich jetzt schön ordentlich mit dem Texas Rub einrubben und dann geht es erstmal im Kühlschrank bis heute Nacht. So, und bis das dann, da kann ich schon mal so ein bisschen schön ziehen, ne? Ich werde hier so ein bisschen Klarsichtfolie drüber machen, damit das halt, ja, schön schon das Gewürz so ein bisschen annehmen kann. Und dann werde ich heute Nacht, ja, ich denke, ich werde es heute Nacht machen, hier mein Monolith, der ist ja auch noch absolut jungfräulich, der hat noch keine Hitze gesehen, deswegen werde ich damit gleich erstmal so ein bisschen testen, ich habe ja gleich noch Zeit. Den werde ich versuchen, so auf 100 bis 110 Grad einzuregeln und dann wird das Teil da drauf kommen. Und Leute, wie lange das dann dauert, weiß nicht. Ich sag mal irgendwas, ich tippe zwischen 8 und 14 Stunden. Irgendwie so. Ich werde mich gar nicht so an Temperaturen richten, sondern ich werde einfach so ab 70, 75 Grad immer mal gucken, wie fühlt sich das Fleisch an. Und wenn ich irgendwann der Meinung bin, jetzt ist es geil, dann ist es fertig. So ungefähr wird es irgendwie laufen. Und dann messen wir aber natürlich auch mal die Kerntemperatur, damit ihr dann wisst, wo ich es dann im Endeffekt rausgenommen habe. Ja, Leute, und das war's eigentlich schon. Das heißt, hier wird jetzt ausgepackt, abgetupft, eingerubbt, dann geht das weg. Und dann teste ich hier ein bisschen mit dem Monolith rum. Und dann sehen wir uns erst heute Nacht wieder, wenn ich es da drauf packe. Also, bis später mal. Schon alles. So, schön eingerubbt. Habt ihr den schönen Fettdeckel oben drauf gesehen? Ich habe wirklich nur minimal noch hier weggeschnitten, wo das Fett meiner Meinung nach ein bisschen hart war. Der Rest ist wirklich butterweich. Das wird so wegschmilzen. Das wird jetzt noch mal im Kühlschrank gehen. Bis, wie gesagt, heute Nacht, wenn ich irgendwann anfange. Ich weiß noch nicht, wann ich anfange. 1, 2, 3, 4. Das entscheide ich heute noch im Laufe des Tages. Wenn ich dann heute Nacht anfange, werde ich so die ersten drei Stunden, wenn es drauf geht, euch mal hier noch so ein paar Räucherpellets. Das ist der Competition Blend mit einwerfen. Damit es halt die ersten Stunden auch schön smoked, ne? So, und wie gesagt, geht jetzt ab im Kühlschrank. Ich spiele jetzt ein bisschen hier mit dem Ei rum. Kann man natürlich auch falsch verstehen, aber hier mit dem großen Roten. Und ja, dann sehen wir uns heute Nacht. Also, bis später.
So Leute, jetzt ist 1 Uhr nachts. Ich kann natürlich jetzt hier nicht so rumschreien, ne? Klar, Nachbarn und so. Ich bin ja hier auch mitten im Wohngebiet. Aber ich habe ja auch schon alles vorbereitet und um 12 habe ich ungefähr hier den Monolith gestartet. Und der hat jetzt so seit einer halben Stunde 110 Grad, hält der wirklich wie ein Uhrwerk. Das Brisket, das habe ich auch schon ausgepackt. Hier, guckt ihr das mal an, wie schön das hier schon reagiert hat mit dem Rub. So, das heißt, für mich bleibt jetzt eigentlich nur noch zu tun, das Ding da drauf zu ballern. So, das Ding da drauf zu ballern, zuzumachen und dann Pellets reinzugeben. So, ich tippe alle Dreiviertelstunde. Ich habe ja heute Mittag mal ein bisschen getestet und so eine Handvoll Pellets hat immer für eine Dreiviertelstunde gereicht. Das mache ich jetzt noch so die nächsten 2-3 Stunden. Dann gehe ich pennen und dann gucke ich mal morgen früh, wie weit das Fleisch ist. Und ich denke, dann morgen früh sehen wir uns zu einem kleinen Zwischenfazit wieder. Und morgen Mittag, morgen Abend, ich weiß noch nicht wann, wenn es dann fertig ist. Also ich gebe jetzt Gas und lege da drauf. Exakt 16 Stunden später scheint es fertig zu sein, fast fertig. Wir müssen gleich noch eine Stunde einpacken. Ich werde da so zwischen ein bisschen Backpapier legen, weil ich kein Butcherpaper mehr da habe. Und dann nochmal in Alufolie einschlagen und dann werde ich es in so eine Thermobox legen. Dann kann das Fleisch nochmal eine Stunde schön entspannen. Aber das machen wir gleich. So ein bisschen wie es abgelaufen ist heute Nacht. Also erstmal der Monolith hier, der hat einen super Job gemacht. Der hat also die Temperatur gehalten. Wirklich wie eine 1. Einmal ist ein bisschen abgefallen, aber da habe ich dann einmal unten einfach die Lüftung aufgemacht, ein bisschen Luft gegeben und das war es auch schon. Der Rest hat einfach super funktioniert. Und ich hatte zwei Plateauphasen, also die Phasen, wo das Fleisch halt nicht mehr an Temperatur zunimmt. Das war einmal bei 60 Grad, das war relativ früh, also so nach 2-3 Stunden war das schon soweit. Da hat es dann so 2-3 Stunden bei 60 Grad gehangen und dann ging es weiter und da dachte ich, oh, das wird ja viel, viel schneller fertig. Aber dann ist es bei 80 Grad hängen geblieben und da, das war ein paar Stunden. Da habe ich gedacht, uiuiui, das könnte aber auch eng werden heute, mit heute Nachmittag, weil wir kriegen auch noch Gäste und dann passt das vielleicht nicht mehr. Ich habe ja gesagt, ich werde nicht so auf die Temperatur achten. Ich habe immer mal zwischendurch ab den 80 Grad mit einem Zahnstocher gefühlt, wie zart das Fleisch ist. Und ich habe immer noch Widerstand gemerkt, das war so nichts. Aber als dann die Plateauphase vorbei war und das hochgewandert ist so auf 92 Grad, was jetzt gerade passiert ist, habe ich gerade schon mal einmal kurz den Zahnstochertest gemacht, Leute, und Butter ist nichts dagegen. Also ich freue mich richtig, das ist, glaube ich, richtig geil geworden. Und damit ihr aussieht, wie der wird, gucken wir jetzt natürlich erstmal rein, wenn wir den aufmachen. Dann machen wir nochmal den Zahnstochertest, dann packe ich es ein und dann sehen wir uns ungefähr in einer Stunde wieder, wenn ich es auspacke, wenn wir es anschneiden und wenn ich mir so ein richtig geiles Stück reinballer. Also, dann bis später. We'll be right back.
So Leute, noch eine Stunde und das Ding ist jetzt fällig. Ich würde sagen, ihr kommt einfach ran zum Anschneiden. Boah, das sieht einfach nur geil aus und das riecht richtig gut. Also, kommt mal ran. So Leute, mega geil sind das. Habt ihr gesehen, wie geil saftig das ist, ey. Und lasst uns aufhören zu labern, das wird jetzt gegessen. Ich schneide mir mal hier eine Scheibe runter. Ich habe es mir in zwei Teile geteilt. Einmal hier, weil die Fasern ja hier runterlaufen. Also hier gehe ich entgegen der Faser und hier schneide ich den dann gleich andersrum auf. Dann hast du halt das noch saftiger. Und jetzt schneide ich mir hier eine dünne Scheibe runter. So dünn ist sie jetzt auch nicht geworden. Boah, aber Leute. Das ist oberkrass. Und ich bin auch froh, dass ich hier das Fett hier oben gelassen habe, weil das natürlich hier, das macht das saftig hoch 10. Ne? So, und ich werde mir hier einfach noch ein bisschen, boah, guckt euch meine Hände an, das ist oberkrass. Ich werde mir hier jetzt noch ein bisschen Steak, Pfeffer, Black Smoke draufballern. Und dann, ja, dann sage ich euch, wie das schmeckt. Und ob sie das gelohnt hat. Aber ich sag mal so, ich glaube ja. So, und guten. Boah, tropft so runter. Okay. Ich habe mein erstes Biscuit. Ich tippe, wenn meine Frau das gleich probiert, müssen wir das öfter machen. Boah, ist das geil. Mmh. Boah, ist das geil. Ich habe schon Freunde da. Ich sag mal. Oh, da können wir uns auf was freuen, ey. Da brauche ich noch ein Stück. Boah, ey, boah. Willst du auch ein Stück? Kennst aber nicht. Danke. Komm her. So. Leute, also aufwendig habt ihr gesehen, eigentlich gar nicht. Das ist halt. Je nachdem, wie ihr es macht, müsst ihr gucken, dass ihr die Temperatur haltet um die 110 Grad. Plus, minus 10 Grad ist egal, ne? Das ist vollkommen wurscht, aber so um den Dreh, es ist halt nur langwierig. So, das ist eigentlich alles. Und man muss Geduld haben. Ich habe ja zwischendurch fast die Geduld verloren und habe gedacht, scheiße, da musst du jetzt fertig sein. Aber dann war die zweite Plateauphase vorbei und dann ging es auch von ganz alleine weiter. Boah, das ist einfach nur so ein geiles Ergebnis. Und das werden wir uns jetzt so richtig schön reinballern. Oh, guck mal, da kommen die Daumen, da kommen die Daumen. So, ich würde sagen, ihr abonniert noch in meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns einfach bei den nächsten Videos und wir machen jetzt hier ein bisschen Schmackofatz. Also, bis denn, ne? Ciao. Schmeckt, ne? So, jetzt Abflug. Mag man gar nicht glauben, dass das über so viele Stunden eigentlich in der Hitze ausgesetzt war, ne? Dann denkst du, boah, muss mega trocken sein und dann saftet das da so raus. Ja, aber das sind eigentlich, das ist ja aus der Rinderbrust und das ist Point und Flat heißt das. Und das eine liegt halt unten, das andere oben. Das eine geht so um der Muskel und der andere liegt da so drauf, ne? Man kann das auch so kaufen, dass du nur das Flat oder nur das Point irgendwie kriegst. Aber ich habe es einfach mit beiden. Hier ist so, hier unten ist ja so wie so eine Kruste. Das ist so der Rauchring auch. Aber der ist gut geworden. Vermutlich. Bitte, ja. Boah, super. So.